Ja, meine lieben Freunde, letzte Folge war das Testrennen hier im Bahrain. Wir sind über die Ziellinie und die Top 3 stehen nun fest. Ein Force India, Rosberg und Lewis Hamilton. Die Trainingsbestzeiten stehen fest, aber die Punkte werden natürlich erst beim Rennen vergeben. Genau. Wir sind bald wieder mit noch mehr Formel 1 zurück. Bald nicht. Wir sind jetzt zurzeit im Qualifying, meine lieben Freunde. Wir sind Qualifying, wir starten von P1 und wir werden wahrscheinlich gucken, was das Ganze bringt. Bis dahin wahrscheinlich noch ein bisschen interessantes Zeug, was wir jetzt hier erfahren werden. Erstmal speichert das Spiel, dann lädt das Spiel, jetzt sind wir wahrscheinlich wieder im Hauptsitz bei unseren Trainingseinheiten, wo mir erstmal von ein paar Chefs vollgequatscht werden. Okay, weiter. Weiter. Hier haben wir auch nichts geschafft, okay. Wollt ihr mir anhören? Hi, wie geht's? Hier hast du die Ziele für das Qualifying am Wochenende. Qualifiziere dich als 14. oder besser. Besiegen Nico Hülkenberg. Okay. Also unseren Teamkollegen. Laptop. Gucken wir doch mal. Gut. Es geht los, meine lieben Freunde. Qualifying. Ich glaube, es gibt eine Einführungsrunde, denn die habe ich eingestellt. Großer Preis von Bahrain. Jetzt geht's los. Die Fahrer und ihre Wagen stehen bereit und sie sind hoffentlich gespannt auf das Qualifying, das hier in Bahrain gleich losgehen wird. Wenn es darum geht, Rundenzeit aus der Strecke herauszuholen, erreicht man das gewöhnlich durch Maximierung der Spitzengeschwindigkeit. Sollte man den Abtrieb minimieren, die Kurven mit Risiko angehen und auf den Geraden alles rausholen? Was die Fahrer hier brauchen, ist Spitzengeschwindigkeiten. Angenommen, das Fahrzeug kommt relativ gut durch den Rest der Runde, dann kann man wahrscheinlich auf der Geraden noch Zeit herausholen. Es wird schwer, irgendjemanden zu überholen, wenn man viel langsamer als alle anderen ist. Vor allem ist es immer dieselbe Zwischensequenz, ne? Okay. Wir haben hier okay. Können wir nichts weiter einstellen, dann gehen wir zur Strecke. Es ist sonnig, 25 Grad. Luft und 32 oder 35. Wow. Okay, die NPCs bremsen schon mal viel weiter hinten ab. Was schon mal an sich ganz gut ist. Ah! Und der Cedric, der kommt ganz schön ins Trudel. Ich fahre ja schon eine Zeit. Und er riecht nach Nudeln, aber es kommt nicht von hier. Ich habe mein Fenster auf. Es kommt aus dem Fenster. Ja, ich bin eindeutig schneller als er. Wer auch immer gerade hinter mir ist. So.
das DRS-Fenster los. War das jetzt schon das Qualifying? Das Qualifying ist abgeschlossen und wir kommen uns auf ein spannendes Rennen morgen vor. Drei sind ein Force India, Rosberg und Lewis Hamilton. Das Qualifying ist beendet, jetzt können wir uns aufs Rennen freuen. Morgen sind wir live und ohne Unterbrechungen beim großen Preis dabei. Also, ich hab nichts verändert. Mal vergessen einzuschalten. War das auch so kurz? Ja, meine lieben Freunde. Wir zünden uns jetzt noch die weiteren Rennergebnisse angucken. Nico Hülkenberg ist wo? Platz 13. Was hat er für eine Zeit gefahren? 4,5 Sekunden langsamer. Ich mit der Abstand 1,40 und Platz 2 hat schon 1,43. So der Hammer. Ich hab nichts verändert. Ich spiele auf Mittel. Okay. Da bin ich wahrscheinlich besser geworden. Ich rede jetzt ein bisschen, weil die Folge ja jetzt nicht nur jetzt 6 Minuten 40. Geht da nicht. Kurze Folge. Letzte Folge war 40 Minuten lang. Na, das Rennen wird wahrscheinlich auch so ungefähr eine Stunde dauern. Aber jetzt gibt's ja Punkte. Super. Weiter. Und knapp. 4 Punkte Unterschied, aber knapp. Guck mal, ich habe alle und Nico nur 2. Siehst du mal. Weiter. Schaut gut aus. Weißmehl. Hey, wie geht's dir? Ich habe ein paar Infos für dich zu den Zielen, auf die du achten solltest. Genau. Rennziele, schließe das Rennen auf Platz 10 oder besser ab, besiegen sie Nico Hülkenberg. Ziel für die Fahrermeisterschaft, Platz 10 oder besser. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, die dann morgen ist am 2.10. Am 2.10. Ja, es ist schon Oktober, meine lieben Freunde. Und ja, bis dahin, ciao, euer Sergio Geistes TV. Tschüss.